Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bausimulator mit mir, den Aerox, und mit den Super Gamer. Ah, löschig. Du musst, glaube ich, noch mal ein Stück vorfahren, sonst geht die Klappe da nicht auf. Ist schon auf bei mir. Ah, okay. Nö, jetzt ist sie jetzt auf. Ja, war sie schon auf. Also bei mir war sie noch nicht auf. Die Schüsse fließt. Vor allem, ich glaube, hier könnte man einfach mit dem Betonbusch einfach mal komplett rüberbrettern, weil es total über den ganzen Armierungseisen hier bam 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 alle platt gefahren. Ich glaube, das würde sogar gehen. Aber die Armierungseisen sind noch so ein kompletter Marsch. Ey, kommst du so weit? Ich guck gerade mal, eigentlich sollte ich... Ja, ich muss hier erstmal... Du musst das mittlere noch höher machen. Also hoch und gleichzeitig wieder runter. Naja, der geht aber schneller runter, der. Und das Arm, deswegen. Oh, oh, ganz knapp, ey. Warte, aber der gießt ja noch ein bisschen, ne? Aber es wird so viel gießen. Obwohl, wir kommen mal, machen wir an den Kack. Nope. Nein, niemals. Doch, das geht nicht, bisschen. Ganz kleine Ecke. Ja, hast du Glück und die Toleranz macht dir wieder ein schönes Geschenk. Ja. Naja, er ist am Gießen. Oh, ich bin leer. Er füllt schon nach. Nö, dauert. Meine Pumpe ist schneller. Dreh mal den Motor. Ich frag mich aber warum. Keine Ahnung. Kannst du auch nicht schneller machen. Ne, eben. Bin hier gleich wieder fast leer. Dann bleibt die Pumpe wieder stehen. Aber du kannst das auch nicht runterregulieren, dass du weniger pumpst. Das ist auch doof, ne? Mhm. Aber ich will lang der Ausleger ist ja. Ach du Kacke. Ja. Naja, ich kann dich ja hier einen Augenblick mal allein lassen. Jo. Obwohl, kann ich gar nicht. Mir fehlt ein Pfosten. Ach, unser Praktikant ist nicht da. Ich glaube, der würde ich glaube ich auch nicht sehen, oder? Nee, der ist ja ein voller Pfosten. Witzig. Nicht. Ich find's lustig. Du findest auch einen Haufen Scheiße lustig. Scheiße gesagt. Ah, komm mal auf Scheiße. Witt. Ich so. Witt? Was das Watt nicht hat. Nee, das geht anders. Du weißt das nur ganz genau, ne? Wat nicht hat. Vor allem du weißt ganz genau, was in der Schule alles dran kam, das weißt du nicht mehr, ne? Ist mir egal. Schule, Schule, was hast du da? Schule kann ich gar nicht. So kann man auch den Arm knicken. Was denn? So kann man auch den Arm knicken. Oh, 18% da nur noch drin. Hm. Die Putzmeister Betonpumpe. Ja. Putzmeister. Du kannst ja mal googeln, Putzmeister. Dann wirst du bestimmt eine Betonpumpe finden. Genau, ganz bestimmt. Ja, Putzmeister Betonpumpe. Putzmeister, und leer. Und nee, was ist komplett leer. Was war ich? Hopp. Jo, sonst, ich geh schon mal zur Walze. Kannst mir ja einen Umriss fahren. Ja, nur die steht noch hier mitten auf dem Grundstück. Falsch. Bei uns. Ja, selbst hier hin. Kostet aber Geld. Ach, pff. Wir zahlen auch Geld fürs Betonfahren. Ja, gut. Okay. Wo müssen die hin? Zur Baustelle? Baustelle 2? Okay. Baustelle 1 sind wir. Oh Gott, ich in der Walze. Ach, einfach nur im Kreis rumfahren.
Was muss ich denn drücken, damit er hier einen Umriss malt? Ich glaube, X war das. Okay. Putzmeister, bitte. Yep. Richtig. So, gleich. Oh Gott. Beton in einem Forge. Warum hast du gerade wieder Geld abgezogen bekommen, ne? 5000. Auf eine Ladung bekommen nur. Weil ich bedenken müsste, Beton müsste eigentlich billig sein, ne? Ja, das ist ja ein Abfallprodukt der Kalkproduktion. Allgemein, es müsste eigentlich billig sein, weil sonst hätten doch damals die Plattenbau nicht so weiter als aus Beton gemacht. Ne, eben, und vor allen Dingen ist es nur ein Abfallprodukt der Kalkproduktion. Ich meine, was ist da schon mit bei? Naja, sie mischen auch ein bisschen was dabei, dass es gut bindet und so weiter. Ja, aber hauptsächlich ist das nur Abfall von Kalk. Na, das ist echt die Frage, warum ist das hier so teuer? Vielleicht wird es importiert. Das wäre schon mal ein Thema mit Bananen. Weißt du noch, Space Engineers? Ja, unser Bananenthema, ja, stimmt doch auch noch was. Ja, der Titel heißt Alles Banane. Ah. Auch gut, ne? Das gut. Total. Ich finde das echt gut. Ja, vielleicht bestimmt. Okay, alles Banane, ja, aber. Welches Let's Play war das überhaupt? Space Engineers. Aber welche Folge? Keine Ahnung. Weiß ich, welche Folge. Keine Ahnung. Alles Banane. Naja. Oh! The game has crashed! Bei mir zum Glück nicht. Okay, ich guck mal ganz kurz, was sich da gecrasht hat. Bestimmt der scheiß Absatz gebechert ist. Apropos, wo ist der überhaupt? Ja gut, ne? Nach unserem Fußballabenteuer. Soll ich den mal einfach zurücksetzen? Den Ding sogar noch machen. Firma Fuhrpark. Aber die Aufnahme hat Traps ja nicht aufgenommen. Da ist ja Fraps und Bausimulator abgeschmiert und Steam abgeschmiert. Aber der müsste doch aufgenommen haben auch. Nein, der wandelt das dann immer um. Der nimmt das ja in irgendeiner komischen, in einem merkwürdigen Dateiformat auf und muss es dann noch, ja, nicht umbenennen, sondern, du weißt schon, was ich meine, oder? Fast. So, umwandeln. Ja. A plus B, ne? A plus B Quadrat. So. Gleich C Quadrat. Yeah. Der hat in der Schule aufgepasst. Oh Mann, oh Mann. Weil der Betonmischer ist auf halbem Weg. Wenn ich denn mal hier mal ganz kurz den Crash Report mehr gesehen hab. Wenn ich Pech habe, muss ich direkt mein Spiel neu installieren. Yay. Nee. Oh, guck mal, Crash Report. Stimmt der hier? Error. Toll. Ne, die Textdatei hier ist die Error. Ey, ich hab's dir doch schon tausendmal gesagt. Nein, du sollst nicht ins Mikrofon scheißen. Schnauze nicht einen alten Witz auspacken. Doch. Das ist doch pfui. Ja, sag ich ja. Mono, 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 mono. Ton. Irgendwas anderes, Mono. Ton. Mono, Ton. Oi. Na, okay, das geht jetzt einfach zu weit. Poff, Professor. Poff oder Puff? So. Ich sehe hier nichts, was Error haben könnte. Ah. Ja, das Game einfach mal so eine 5 Minuten mit mir gehabt. Okay. Also schon der zweite Absturz. In der anderen hatten wir mal eine Aufnahmepause. Ich bin einfach mal mit deinem Betonwischer hier längs gefahren, ne? Ja, können sie machen. Ja, gut. Eigentlich hätten wir genug Geld für ein Radlader, aber ich möchte mir ihn erst kaufen, um monatliche Kosten zu sparen, wenn wir wieder einen, ja, so einen Auftrag haben, wo du wieder ordentlich baggern kannst. Puh. Weil dann kannst du es nebenbei dann immer auf dem Haufen kippen. Und dann, ja, kannst
Kann ich das mit dem Radlader aufladen? Den restlichen Kram. Okay. Ja. Und dann haben wir alle Fahrzeuge, glaube ich, auch, ne? Was? Naja, nee, der Baukran fehlt noch. Ja, das ist aber kein Fahrzeug. Doch. Das ist ein Fahrzeug. Ja, aber müssen wir den kaufen? Ich finde, den brauchen wir nicht. Naja, müssen. Mal müssen müssen. Das einzige, wofür der nützlich wäre, sind so ganz kleine Gebäude, wo ich nicht mit Mobilkran richtig gut hinarbeiten kann. Na, dann können wir uns immer noch einen mieten. Oder? Kannst nicht mieten. Dann kaufen wir uns den dann. Wenn es dann mal soweit ist. Laden. Hey. Was machst du da? Ja, mal Multimeter hier rumfummeln. Was? Entschuldigung, hast du einen Timer gestartet? Ja, schon lange. Okay. Wie weit ist denn? 11 Minuten. Wieso? Kommst du nicht rauf, oder? Doch, wollen wir fahren. Okay. Warten auf beitretenden Spieler. Bist du schon wieder am Pumpen? Ich bin gerade mit dem Betonmischer dahin gefahren. Wo bist du? Also mit dem Betonmischer hinten an die Pumpe rangefahren. Ach so. Ich hab gerade X gedrückt. Oh mein Gott. Hast du oben rumgefahren? Ich bin rumgefahren, ja. Mhm. Vielleicht das dann machen, wenn du am Putzmeister pumpen bist. Ja. Putzmeister pumpen. Mhm. Warten auf beitretenden Spiele. Was haben wir denn jetzt überhaupt für einen Auftrag? Was war denn das, was wir da noch offen haben? Genau. Das riesige Apartment. Aber für diesen Auftrag brauchen wir erstmal noch Fertigbauwände. Dann würde ich sagen, transportieren wir erstmal alles hin. Dann brauchen wir die Fertigbauwände. Nein, da kriegen wir ja die 500.000 für. Mhm. Für den anderen, da warst du ja gerade am Walzen und da wolltest du anfangen zu walzen. Mhm. Bin ich ja schon einmal rumgefahren. Ja. Mhm. Damit du kein Pfosten spielen das ganze Zeit. Genau. Dann würde ich sagen, mache ich ja mal einen Cut. Doch, nicht, ist gerade fertig. Geht schnell, ne? Ja. Ballotten! Was denn? So schön gefahren, ne? Glaubt man gar nicht. Ja, ich kann halt nicht Walze fahren. Das ist nachher schwierig, aber geradeaus fahren. Ja, aber ich komme mit dieser Lenkung nicht zurecht, dass da vorne kein Rad ist, sondern eine Walze. Das ist genauso wie so ein Radlader steuern. Radlader sind vorne zwei Räder und kein Block. Aber er steuert sich genau fast gleich. Naja. Ja. Was ist das? Ja, naja. Deswegen bist du ja auch Walzenfahrer. Mhm. Und Baggerfahrer und alles, das, was du magst. Genau. Naja, hast auch schon genug Aufträge. Ja. Merkst ja schon, du kommst manchmal gar nicht hinterher, ne? Mhm. Dann musst du denn doch manchmal helfen. Ja, weil ich gerade nichts anderes zu tun habe, ne? Eben. Hoffe ich schon, wenn ich wieder weiter mit meinem Mobilkran rumfummeln darf. Ja. Also geil sieht das Ding schon aus, ne? Mhm. Der Mobilkran. Einen zweiten Betonmischer bräuchten wir dann später echt mal. Ja, wenn wir den so groß sind und auch den Praktikanten dauerhaft da haben. Mm, wenn wir den denn mal ausbilden, dann wirst du nämlich befördert. Aus dem Ausbilder, ne? Ja. Kannst du vergessen. Die Stilfreude machst du dir, mein Freund. Oh nein. Oh, doch. Dann werden wir mindestens 2 Milliarden Minus machen. Nur weil du Ausbilder bist? Oh. Nee, weil keine Rohstoffe mehr nachkommen. Rohstoffe? Ja, oder Baumaterialien. Hm, den bildest du mal schön aus, ey. Aber er soll doch Arbeiten übernehmen und nicht Sachen hin und her fahren, das mache ich ja. Naja, aber du brichst ja auch mal schon zusammen mit deinem Transportnetz da. Ja.
Ja, manchmal, ne? Na gut, dann bilde ich ihn halt aus. Total gelangweilt. Bin halt aus. Leck mich. Wenn's unbedingt sein muss. So nach dem Motto. Total motivierter Chef. Wir können ja uns die Aufgabe teilen. Teilen? Okay, dann nicht. Wenn du nichts haben willst, dann machst du den, okay. So, ich dachte, du bist Vollzeit angestellt. Nein, ich meine, dass wir uns die Ausbildung von den Vollpfosten teilen. Ich weiß, dass du das meinst, aber. Ja, du wolltest nicht, also. Viel Spaß. Dann bleibt halt für immer und ewig Praktikant, so. Ich hab dir das Angebot gemacht, wir bilden ihn aus. Ja, okay. Aber du kannst ja schon allein ausbilden. Der Betonmischer ist übrigens leer. Ich bin der Walzen. Ah Jo. nee, du hast ja kein Geld zum Hin- und Herseppen. Genau. Beton. Michel. Oh, und Beton. das Let's Play ist dann auch schon wieder vorbei. Da würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Da wird der Aerox wahrscheinlich schon wieder mit der neuen Ladung Beton hier vorbeikommen. Und naja, bis dann. Ciao. Ciao.